Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS15. Wir spielen auf der Karte Sosnovka und ja, auf der PS4. So, wir haben hier eine nette Wiese aus Versehen angelegt und so schlecht finde ich es jetzt auch nicht gar nicht mehr. Man ist nicht groß, ne? Aber so mal für den Grashalm zwischendurch ist das eigentlich schon eine tolle Sache. Und wir müssen jetzt mal unser anderes Feld anschauen. Und zwar Feld Nummer 19. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß gar nicht. Was ist denn das überhaupt? Hinter uns. Gut. Schauen wir uns mal an. Ob ich da was abräumen muss, weiß ich jetzt gar nicht. Genug Saatgut habe ich auf jeden Fall noch drin. Nee, Tom, du fährst falsch. So, Nummer 19. Ist soweit freigeräumt. Und wir haben hier eine Direktsaatmaschine, das heißt, wir könnten jetzt hier loslegen. Und auch hier würde ich sagen, geht nochmal die Rapsgeschichte hin. Wir starten aus dem Norden, warte mal. Das fällt beim Anschauen. Ja, nichts müsste mal so fahren, das ist dann... Ja, und ich müsste das so gehen, von Norden Richtung Dings. Ich probiere es einfach mal. Boah, ist das ein geiles Bild, oder? Guck mal. Sieht doch klasse aus. Dem Himmel hinten. Ist heute irgendwas schlecht Wetter? Nee, jetzt soll nicht die Sonne rauskommen. So. Achso, die Frage ist wegen Dünger. So, dann lasse ich den Kleinen mal vorjagen. Und so Wiese. Mist. Aber naja, so ein kleines Feld ist doch schön. Und vielleicht machen wir später sogar hier auch nochmal eine Wiese von. Ich weiß noch nicht. So, also er soll schon ruhig schon mal düngen. Das kann man vorher machen, dass er dann halt unter gedingst gegrubbert, ne? Und wir müssen hier noch die Wiese rausnehmen, warte mal. Wie geht denn das nochmal? Hä? Hallo? Ich weiß die Tasten nicht. Wer das mal wissen wollte, ist es Dreieck. So, also nochmal auf Blümchen hier. Ne? Das ist die Ich habe vorhin Gerste gesagt, oder? Ich meine aber gar nicht Gerste. Und zwar meine ich... Ich meine... Warte mal. Fruchtsorten. Raps wollte ich nämlich... Da habe ich da oben nämlich auch drauf, Raps. Und da wollen wir mal richtig schön die Lager vollknallen und hoffen wir mal, dass wir dann bald mal einen guten Preis bekommen. Gut. So, Karte wieder raus. Und den, das meinst du, alleine fahren. Okay, mit dem Helfer. Der macht es noch nicht ganz gut und dann noch der rast hier rauf und runter. Und der ist ja dann auch gleich durch. Also auch kein Problem. So, was hatte ich jetzt hier noch vor? Ich hatte, glaube ich, gesagt, die wollte ich hier noch verteilen. Aber schön ist anders, ne? Obwohl ich eigentlich der Meinung bin, ich habe die schön gepackt. Ja, das ist, war jetzt super. Das war super, Tom.
Weil das Problem ist hier einfach hier. Nein! Und kein Gewicht hinten dran. Hauptsache drei Ballen hier hochheben. So, nu? Krieg ich doch nie wieder raus. So. Ja, ich weiß nicht, ob das Projekt so gut ist, was wir hier machen. Ich meine, wenn wir so hinkriegen würden, ne, das hätte ja was. Aber, ja. Wollen wir uns mal so eine Halle bauen, so ein Unterstand-Ding hier? Nee? Doch. Machen wir mal. So eine Treckerparkbucht oder so, oder Anhängerabstellteil. Das versuchen wir mal, ob wir das hinkriegen. So. Ich versuche wieder zwei zu nehmen. Ich habe immer noch kein Gewicht hier drin. Wo ist denn das? Aber da müsste ich ja jetzt... Aber hier sind die schöne Pfütze und so. Das werden alles weg. Können Sie ja wieder abbauen. Nur mal gucken, ob das geht. So. Das will ich hier vorne zumachen, ne? Ein bisschen weiter ran hier. Ja, produktiv ist anders, aber ich muss da mal was für euch testen, damit ihr halt gerade für uns leidgeplagten PS4-Spieler, die ja, wie ich gehört habe, schon aus Bienenhäusern sich Hallen bauen, irgendwie, ich keine Ahnung, wie er das gemacht hat, wobei so ein Bienending wird mich schon nerven, wenn du da dich reinstellst, das ganze Gesumme, Gebrumme. Da ist doch die Variante eine ganz coole Idee. Ja, und da würde es mich freuen, so macht das einfach mal so, dass ihr, ich weiß gar nicht, ich höre Facebook nicht so gut aus, dass er entweder bei uns auf Facebook mal so ein paar Bilder postet, wie das aussieht mit Beinen, was ihr da so gebaut habt. Ne? Ob ihr da so eine Halle irgendwie hingekriegt habt oder einen Unterstand oder keine Ahnung, Hindernisparcours oder so. Oder halt auch in der Community gerne mal posten. Gucke ich mir dann mal an. Das finde ich mal spannend. Ich muss hier echt ein Gewicht dran machen. Ich weiß noch nicht. Ich verstehe nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Ich habe so die Traktoren getauscht und habe dann auch hier noch ein Gewicht da gelassen. Das weiß ich eigentlich ziemlich sicher. Dann will ich nochmal gucken. Aber wenn, müsste es ja auch hier irgendwo liegen, ne? Ist drüben abgelegt? Nee. So eine Schaufel? Nö. Mist. Ich bin so sicher, dass das hier lag. Nein. Warte nicht, dass sie jetzt rund. Oh, das war zu übermütig. Das ist das Problem, weil der halt oben kein Dingens hat, ne? Nein, das ist natürlich doof. Jetzt kommt den gleich mal einzeln nehmen.
So. Ja gut, ein Dach werden wir nicht hinkriegen, ne? Könntest du natürlich auch so, wenn du das eine ganz andere Konstruktion machst, dann das ein bisschen schlauer angehst, dann würde man das ja so machen, dass man das versetzt macht, ne? Dass man unten erstmal so den Grundrahmen setzt und dann versetzt. Das ist ganz auch ein bisschen stabiler noch, denke ich mal. So, den holst du mal ab. Also ich spiele schon sehr lange LS, aber auf Sony, die bin ich auch noch nicht gekommen. Man hat es ja eigentlich auch mal nur eilig. Ne? Man will ja schnell hier eine Ernte, da eine Ernte, Eier einsammeln, verkaufen, neue Seen, Felder müssen immer fertig sein, Bäume fällen und. Aber so ein bisschen basteln macht man eigentlich nicht. Sieh dich auch verpönt bei einigen, die sagen, was machst du denn da für einen Scheiß? Guck mal, da hinten könnte man jetzt eigentlich jetzt nämlich einen so schräg. Nee. Ist auch doof. Da muss man da auch wieder alles schräg setzen. Hm. Wir haben jetzt aktuell eh nicht so viel. Gut, ja, wir müssten Holz eigentlich machen. Für den neuen Traktor. Das wäre sicherlich produktiver. So. Mal zwei. Konzentration. Haben sie gleich, sind nur noch ein Ball. Mhm. Aber ich überlege mir mal, ob ich dann später noch mal welche dazu hole. Aber wenn ihr überhaupt keinen Bock drauf habt, einfach mal unten in den Kommentar schreiben. So. Und den noch, dann ist hier wieder Platz. Und den packe ich jetzt mal hier unten hin. Den gleich mal ein bisschen anschubsen müssen. Okay. Also, wer baut den schönsten Unterstand? Von mir aus kannst du auch gerne mal das Bild reinposten mit deinen Bienenständen Teil. Das würde mich auch nochmal interessieren. Können wir mal gucken, wie groß der Traktor so ein das Ding sein muss, damit man hier vernünftig drin stehen kann. Aber das ist ja noch durchaus realistisch, ne? Das ist vielleicht. Oder? Ich mal ein bisschen das Ding hier gerade. So. So. Perfekter Unterstand. Gut, das Dach, ja. Aber so. Versteckt von neugierigen Blicken. Sehr schön. Du bist fertig. Das ist auch schön. Du musst ja auch mal weg. Das ist ja perfektes Timing. Auffüllen machen wir beim nächsten Mal. Wenn er wieder gebraucht wird, der Kleine. Guck mal, das ist das Gewicht, was ich gesucht habe. Oder? Ich glaube schon. Der ist dann auch gleich durch. Und wir sind sonst soweit auch schon durch.
YouTube, ich danke fürs Zuschauen und ja, sorry, dass ich heute aber Bock drauf hatte, die Dinger da so zu stapeln. Tut mir leid, aber ich denke mal, ihr habt auch ein bisschen Spaß dran gehabt und vielleicht eine kleine Anregung. Ne? Also mit den Bildern würde ich mich echt freuen. Wie gesagt, irgendwie bei Facebook mal reinstellen. Ich weiß nicht, wie ich das sehe. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Facebook. Ich fange da ja gerade erst an. Und aber würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal reinschaut bei mir. Und ja, oder auf der Community einfach mal posten. Ne? Das geht ja auch. Macht's gut. Ciao.